Und weiter geht's mit dem zweiten Part. Die letzten beiden DVDs, dann kommen wir zu den Blu-Rays. Ja, als nächstes noch bei Rebuy mitbestellen, auch für 99 Cent, die Todespagode des gelben Tigers aus der Reihe Shaw Brothers Classics. Ist aber eine Neuauflage. Die Shaw Brothers Zeichenlogo da oben haben sie ein bisschen verändert. Ich hatte den auf meiner Liste stehen. Ich kann aber jetzt wirklich gar nichts zu dem Film sagen. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es da geht oder warum ich den Film auf der Liste habe. Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal im Fernsehen gesehen, auf die Liste gesetzt, fand ich gut. Es gibt da nur eine Handvoll Filme, wo ich die Titel zuordnen kann. Die meisten Filme, da kann man mir den Titel sagen, dann weiß ich nicht mehr, ist das der Film oder der Film. Habe ich den gesehen, habe ich den nicht gesehen. Deswegen muss ich mir immer alles sowas auf Listen schreiben. Genauso geht es mir auch bei Louis de Funès-Filmen oder bei den ganzen Dick- und Doof-Filmen, da weiß ich auch nie, kann ich nie zuordnen, welche Filme welchen Titel haben. Dann gibt es ja auch immer diese Alternativtitel und so weiter. Von daher, keine Ahnung, mitbestellt, werde ich mir nochmal angucken. Bin gespannt, ob ich ihn wirklich gut fand oder ob ich mich da irgendwie vertan habe, aber denk mal nicht. Kommen ja oft genug auf Tele 5. Und zuletzt als DVD noch einen wirklich geilen Horrorfilm, der in einem Würfel spielt, Cube natürlich, auch auf DVD. Da wollte ich ursprünglich mal so ein Doppelpack haben, so ein Digipack, was man hier unten dann so rauszieht, dann kommt hier oben die DVD raus, also irgendwie sowas. Aber auch recht teuer, für 10 Euro gebraucht, und Cube war jetzt hier für 1,09 Euro oder 1 Euro, weiß ich nicht genau. Da reicht mir auch ein Keepcase, also muss ich nicht unbedingt haben. Gibt es ja leider nicht auf Blu-ray. Ist aber ein verdammt geiler Film, kommt auch wieder ständig im Fernsehen, also ich glaube bei Das Vierte oder Tele 5 auch läuft der das ein oder andere Mal, und ich finde den Film einfach nur genial. Genial durchdacht auch, mit geilen Fallen und so, macht einfach Spaß der Film, und das ist wirklich mal so ein Horrorfilm, absolut nach meinem Geschmack. So, dann kommen wir zu den Blu-Rays. Ja, da habe ich mir, der liegt allerdings schon was länger hier rum, bestellt, mit Steve McQueen in der Hauptrolle, einer meiner Lieblings-Action-Filme der 60er, glaube ich, ist es. Ja, Ende der 60er, 1968, und zwar Bullet. Bullet, auch ein sehr, sehr geiler Film. Steve McQueen als Bullet, als Polizist, der hier einen Fall aufklären muss und ja, wie immer mit seiner absoluten Coolness den Film an sich reißt und hier ja, das Steuer einfach in der Hand hat. Und eine der längsten Autoverfolgungsjagden, die es überhaupt je in einem Film gegeben hat. Einfach nur genial, super geiler Film. Sehr schön, dass die Blu-ray kein Flatschen hat. Also es war noch, als die rauskamen, die Zeit, wo es die Flatschen noch nicht gab. Und bin sehr froh, dass ich den Flatschen frei habe. Dann bei Rebuy mitbestellt für 2,99 Euro, leider mit Flatschen von Warner, ein recht neuer, also was heißt neuer Film aus den letzten 2-3 Jahren, und zwar Contagion, ein Katastrophenfilm, nenne ich es einfach mal. Hier geht es um eine Seuche, die ausbricht, und um mehrere Personen, die hier damit konfrontiert sind, welche, die daran arbeiten, die Seuche einzudämmen. Auf der anderen Seite Leute, die von der Krankheit angesteckt wurden, von der Seuche befallen wurden. Die Hintergründe, wie es dazu kam überhaupt, dass die Seuche ausgebrochen ist, wie sie sich verteilt hat. Also sehr interessant gefilmt von Steven Soderbergh, der ja auch einige gute Filme gemacht hat. Mit einer guten Besetzung: Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, also wirklich gute Darsteller auch dabei und ein wirklich klasse Film. Für 2,99 kann man da auch nichts falsch machen. Dann haben wir noch einen Thriller mit Denzel Washington und Julia Roberts, und zwar Die Akte nach John Grisham. Habe ich auch ewig nicht gesehen, aber die John Grisham Thriller haben mir eigentlich alle gut gefallen. Ich glaube, das war ja Die Jury, Die Akte, Die Kammer, weiß ich gar nicht, war der auch von Grisham. Die Firma, hatte ich schon gesagt. Der Zeuge irgendwie. Ach, da gab es ja so eine ganze Handvoll Filme, die da rauskamen in den 90ern. Und die haben mir eigentlich alle recht gut gefallen. Die Akte gehörte auch dazu, ist aber wirklich schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Und kann mir jetzt bei der Handlung, müsste ich mir was zusammenreimen. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber ein geiler Film, auch hier flatschenfrei von Warner. Sehr schön, Warner, so muss es immer sein. Nicht so, wie es mittlerweile ist.
Dann wieder von Warner auch ein Film und zwar, ja, auch Flatschen bedruckt. Ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen, gab es bei Amazon im Angebot, habe ich dann zugeschlagen. Und zwar John Carpenters Die Mächte des Wahnsinns, ein Film, der mir sehr, sehr gut gefällt, den ich auch noch nicht in der Sammlung hatte. Es gibt ja eine DVD, die recht teuer ist und dazu noch ein schlechtes Cover hat. Und dann habe ich gedacht, komm, egal, Flatschen hin oder her, ist er halt drauf. Cover sieht auf jeden Fall sehr viel schöner aus und hat jetzt, glaube ich, 9 Euro gekostet. Und die DVD kostet gebraucht um die 20 Euro. Also da habe ich gedacht, nimmst du auf jeden Fall die Blu-ray. Geiler Film. Ich muss ein bisschen schneller machen, sonst schaffe ich das nicht mehr mit der Zeit hier. Dann ein Schwarzenegger-Film. Da habe ich auch von Warner zugegriffen. Ich habe den schon, ich glaube, 7-mal bei Rebuy bestellt. Die haben mir bei Rebuy gesagt, die können mir nicht, also die können nicht sagen, was für eine Version von einem Film kommt. Wenn ich einen Film bestelle, kann der Film im Snapper kommen, der kann im Keepcase kommen. Der kann mit FSK-Flatschen kommen, der kann ohne kommen. Es kann aber auch sein, dass es eine ganz andere Version gibt, die dann kommt. Ich habe schon mal eine DVD bestellt und habe den Film auf Blu-ray bekommen. War natürlich cool für den Preis dann. Naja, und dann hatte ich den schon mehrmals bei Rebuy bestellt und habe immer das Snapper bekommen. Und immer war der Snapper auch noch total demoliert. Und dann habe ich jetzt gedacht, komm, egal, dann bestellst du dir auf Blu-ray. Und zwar Eraser. Das Cover gefällt mir besser als das von der DVD. Ja, Flatschen ist halt drauf, kann man nichts machen, ist halt so. Dafür habe ich ihn jetzt endlich in der Sammlung, habe jetzt wirklich schon ewig bestellt und von daher war mir das jetzt wirklich egal. Ist ein geiler Film, Action, Sci-Fi, Mischmasch aus den 90ern, 96 glaube ich kam der raus. Und ja, geiler Film, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Dann habe ich einen Film bestellt, den habe ich vor, keine Ahnung, vor 2 Monaten mal bei einem Kumpel reingeschaut. Da lief der bei dem, hab gedacht, den kannst du eigentlich bestellen. Jetzt irgendwie im Angebot waren, glaube ich, wieder 3 Blu-rays für 18 Euro. Da hatte ich auch Eraser mitbestellt und habe ich den auch mitbestellt. Gerade für die Weihnachtszeit jetzt, die jetzt kommt, da will ich natürlich viele Weihnachtsfilme gucken. Und da habe ich mir dann bestellt Harold und Kumar, alle Jahre wieder. Hab halt so einen Teil schon gesehen von dem Film, hat mir sehr gut gefallen. Das Chaos, was hier die beiden wieder anrichten, Danny Trejo spielt hier eine kleine Rolle. Natürlich spielt hier auch wieder Neil Patrick Harris mit von How I Met Your Mother. Spielt hier in allen 3 Teilen mit von Harold und Kumar. Dann gibt es so eine geile Szene im Film, wo die 2 zu Knetmännchen werden und so. Also es ist ein geiler Film und für die Weihnachtszeit muss ich ihn einfach mitbestellen. Gibt es auch in 3D, aber so einen Blödsinn braucht man ja nicht unbedingt. Und leider mit festen Flatschen, ist klar. Aber egal, den werde ich mir in der Weihnachtszeit reinziehen. Dann habe ich noch einen Film mitbestellt, auch in dieser Aktion 3 für 18, also 6 Euro bezahlt. Und zwar Jack and the Giants, hatte ich vorher nicht gesehen. Habe ich mir vor ein paar Tagen angeguckt, hat mir sehr gut gefallen, hat mich richtig überzeugt. Geil gemacht, der Film. Macht richtig Spaß mit den Riesen, die sind absolut genial animiert worden. Passen perfekt in den Film rein. Ist ein Hochgenuss, diesen Film zu gucken und von daher, also kam ja raus zu der Zeit, wo auch Oz rauskam mit James Franco. Der Film hat mir gar nicht gefallen und Jack and the Giants, absolut geiler Film. Leider auch mit festem Flatschen, halt auch Warner. Dann habe ich noch mitbestellt den habe ich bei Rebuy bestellt für 2,99. Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 hatte ich bisher nur auf DVD. Für 2,99 auf Blu-ray kann man nicht meckern. Hat mir sehr gut gefallen, der Film hat auch ein Wendecover gehabt. Denzel Washington, John Travolta, einfach klasse. Einfach mitbestellt, 2,99, kann man nichts falsch machen. Dann habe ich noch bestellt, den habe ich hier noch rumliegen gehabt. Hatte ich noch gar nicht ins Update mit reingenommen. Den habe ich mir damals beim Expert geholt. Da hatte ich ja mal die Blu-rays gekauft für 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Ich glaube, für den habe ich 2 Euro bezahlt und zwar Gattaca. Ja, Gattaca habe ich auch schon ewig nicht gesehen mit Ethan Hawke, Uma Thurman und Jude Law und ich glaube Jude Law und Ethan Hawke tauschen irgendwie ihre Rolle, weil der eine ist genetisch nicht perfekt und der andere schon. Der andere will aber damit nichts machen oder kann nicht, ich weiß es nicht mehr genau, und Ethan Hawke will aber unbedingt, glaube ich, irgendwo arbeiten, wo er dann quasi
durch seinen Genfehler nicht arbeiten könnte und Jude Law unterstützt ihn dann mit Blutproben und solchen Sachen. Das ist schon länger her, wo ich den gesehen habe. Aber es ist ein wirklich verdammt geiler Science-Fiction-Film, der unbedingt auch in der Sammlung stehen sollte. Also wirklich klasse, der Film. Schaut ihn euch an. Dann einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme aus den 80ern von Steven Spielberg. Er hat hier Regie geführt. Und zwar Unheimliche Begegnung der dritten Art. Hatte ich bis vor kurzem noch auf DVD. Habe ich dann verkauft und habe mir die Blu-ray zugelegt. Habe hier ein bisschen mehr bezahlt, 6,69 €, aber das war es mir wert. Zwei Discs sind hier drin. Und ich glaube, wir haben hier auch beide Filmversionen. Und zwar, Moment, die Original-Kinofassung. Ah ne, wir haben sogar drei Filme, drei Schnittfassungen. Die Original-Kinofassung, die Special Edition und den Director's Cut haben wir hier alle drauf. Und massig an Bonusmaterial, also geiler Film, ich liebe ihn. Dann ein Gangsterfilm, auch für 2,99 € bei Rebuy mitgenommen. Und zwar Casino hatte ich bisher auch nur auf DVD. Und jetzt ein Upgrade auf Blu-ray. Ja, was soll man dazu sagen? Einer der besten Gangsterfilme neben Goodfellas natürlich, die es überhaupt gibt. Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci, was muss man da mehr sagen? Dann ein aktueller Film, auch aus der Aktion, ich glaube, nee, das war die Aktion 4 für 30, also quasi 7,50 € bezahlt, kann man nicht meckern. Und zwar Jack Reacher mit Tom Cruise. Gibt es ja auch ein schönes Steelbook, aber hier gibt es ein Wendecover und das Steelbook-Cover ist jetzt nicht unbedingt der Reißer, muss also nicht unbedingt sein. Deswegen habe ich mir gedacht, holst du dir den Film für 7,50 € auf im Keepcase. Und das reicht auch vollkommen aus. Film hat mir gut gefallen, macht Spaß. Tom Cruise spielt hier eine coole Rolle. Schöne Action und ja, cool. Dann ganz neu erschienen in den letzten, ich glaube, 2 Wochen. Carrie, des Satans jüngste Tochter. Wunderschön mit einem Wendecover, mit diesem Retro-Style. Gefällt mir hier sehr gut. Gefällt mir hier sehr viel besser als bei Over the Top oder Bloodsport. Da waren die Cover irgendwie sehr lieblos gestaltet. Da hatten sie einfach nur einen weißen Hintergrund und hier das Motiv drauf gemacht. Das sah irgendwie total daneben aus. Aber ich bin ja trotzdem froh, dass sie sowas machen. Und hier hat mich sehr gefreut, dass das Cover dann wenigstens in einem gleichgestaltet ist. Und das gefällt mir sehr gut. Also wirklich klasse gemacht und bitte mehr davon. Da möchte ich wirklich mehr von haben, von diesen Retro-Covern auf den Blu-rays. Sieht einfach klasse aus. Auch mit dem schwarzen, mit der schwarzen Hülle hier. Passt perfekt. Ja. Carrie, Stephen King, Brian De Palma, Nebenrolle John Travolta, absolut einer der besten Horrorfilme überhaupt, mit dem geilsten Showdown, den es je in irgendeinem Film, Horrorfilm gegeben hat. Also absolut genial. Dann ein Action-Thriller mit Liam Neeson, und zwar 96 Hours Taken 2. Super geiler Film. Kleinen Tick schlechter als der erste. Der erste war wirklich noch einen kleinen Tick besser. Aber auch hier trotzdem noch ein absolut genialer Film. Richtig geil. Liam Neeson spielt die Rolle so super perfekt und souverän. Einfach nur klasse. Und wie er seine Tochter übers Telefon leitet, ihn zu finden. Und wie er dann, ja, durch das, also wie er sich merkt, wo er sein könnte. Wo der Wagen hinfährt, wie oft der Wagen abbiegt und was er hört. Es ist so genial. Also wirklich ein absolut genialer Film. Dann haben wir noch einen Gangster-Thriller, und zwar Tödliche Entscheidung, Before the Devil Knows You're Dead, mit, wie heißen sie, Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, haben wir schon wieder Ethan Hawke, Marissa Tomei und Albert Finney. Ein Film von Sidney Lumet, auch schon länger her, wo ich den gesehen habe. Hier geht es irgendwie um zwei Brüder, die, ihre, ich glaube, ihre eigenen Eltern ausrauben und dabei die Eltern aber draufgehen, was natürlich nicht geplant war. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich ja, habe das schon länger nicht mehr gesehen. Aber der Film ist auf jeden Fall geil, das weiß ich und muss alles mal aufgefrischt werden. Aber naja, bei so vielen Filmen gar nicht so einfach. Dann haben wir noch eine, ja, Agentenkomödie, würde ich mal sagen, so im Stil von vielleicht Night and Day mit Tom Cruise und keine Ahnung, wer war das? Tom Cruise und Cameron Diaz, glaube ich. Ja, so wie Night and Day. Und zwar Kiss and Kill mit Ashton Kutcher und Catherine Hegel. Habe ich auch im Fernsehen mal nur gesehen, den Anfang.
so die ersten 15, 20 Minuten und habe gedacht, komm, nimmst du mit für 2,99 € bei Rebuy mitbestellt, kann man auch nichts falsch machen. Ashton Kutcher finde ich ja so ganz gut. In Two and a Half Men gefällt er mir jetzt überhaupt nicht. Aber so in den Filmen sehe ich ihn eigentlich immer mal ganz gerne. Ja. Und von daher habe ich mir gedacht, kannst du ja auch zuschlagen. Dann noch was für die Weihnachtszeit, und zwar von Disney und von Robert Zemeckis gemacht, mit Jim Carrey in, ich glaube, 9 Rollen spielt er hier in diesem Anime oder Animationsfilm. Eine Weihnachtsgeschichte. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich mir jetzt einfach blind mitgekauft für die Weihnachtsfilme, um die da aufzuwerten oder um die Sammlung aufzustocken. Mir fehlen jetzt noch 5, 6 Filme, die ich unbedingt haben will. Und dann habe ich eigentlich alle Weihnachtsfilme, die ich so kenne und gut finde. Und der hier, den habe ich halt einfach mal blind mitgenommen für 8,97 €, glaube ich. Bin schon sehr gespannt drauf. Ja, dann ein Slasher aus den 70er Jahren. Einer der ersten Slasher, der so in dieser Nachzeit von Psycho rauskam. Und zwar Black Christmas. Gab es ja auch ein Remake in den letzten Jahren. Ja, für mich auch einer der besten Filme der 70er, einer der besten Slasher überhaupt. Und naja, Cover ist okay, finde ich jetzt nicht so ganz schlecht, aber das Originalmotiv, das Originalcover hätte mir besser gefallen. Ich habe gehofft, er hätte ein Wendecover mit dem anderen Motiv, leider gab es das gleiche Motiv. Wenigstens aber flatschenfrei, auf der anderen Seite war dann der Flatschen. Aber wirklich geiler Film, kauft ihn euch. Dann habe ich bei Saturn einfach mal blind noch mitgenommen. Ich habe ihn irgendwann mal gesehen und ich war immer am Überlegen, soll ich mir den Film kaufen oder nicht. Es ist ein Kultfilm, es ist eine düstere Vision des Regisseurs, der eigentlich nicht mein Regisseur ist, und zwar David Lynch. Einer seiner ersten Filme, handwerklich wirklich ein absolutes Meisterwerk, aber eigentlich ein Film, der mich nicht wirklich anspricht. Aber irgendwie konnte ich ihn trotzdem nicht liegen lassen und habe ihn dann für 5,99 € mitgenommen. Gibt es auch nur im Original, keine nur mit Untertiteln, keine deutsche Synchro, obwohl eh nicht so viel gesprochen wird in dem Film. Es geht um Eraserhead. Ja, ein Film, wo sich die Geister scheiden, glaube ich. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite ein Meisterwerk, auf der anderen Seite natürlich muss man sich in diesen Film hineinversetzen. Ich muss mir den wirklich mal in aller Ruhe angucken und alle Lichter ausmachen und wirklich mich komplett auf diesen Film konzentrieren, um da mal wirklich reinzukommen. Naja, was soll ich sagen? Ich mache hier nochmal einen Cut. Ich muss leider doch noch einen dritten Part machen. Das werde ich jetzt nicht schaffen. Und deswegen sehen wir uns gleich nochmal.